Stainless Steel Pipe. Medium. Ernsthaft? Ah. Ah, okay. Ah, haben wir aber kein Rezept von. Warum auch? Du bist tot. Weiß. Motor und eine Mob-Farm oben. Also. Motor. Und das Stahlding. Ach, da ist es. Das zusammen wird zu einer HV-Pumpe. Wow. Ha, wunderbar. Wie ist es denn? Warum haben wir... Okay. Warum haben wir zwei Sampling-Maschinen? Oder beziehungsweise warum haben wir überhaupt noch Sampling-Maschinen 1? Ja. Waren das nicht schon die Zweier? Ja, Advanced Sampling-Maschinen 2. Warum haben wir noch 1 angeblich? Oder wird das nicht richtig angezeigt? Ah, okay. Wird noch nicht richtig angezeigt. So, dann darf ich jetzt suchen. Soll ich die Singularität nennen? Soll ich die Draw plus Lava nennen oder sowas? Oder erweiterte weit weg. Benenn die, wie du willst. Name. Ah, weiß ich doch nicht. So, MV. Hä, warum haben wir mehrere Sampler mit Motoren? Vor allem nicht mal nebeneinander irgendwie. Hä? Wir haben echt überall und nirgends gerade Sampling-Maschinen. Habt ihr dann alle Pumpen und so weiter eingespeichert? Japp. Also MV, LV und HV. Also sowohl die Pumpen als auch... Hier, also Pisten. Ja, kann ich auch so zeigen, kurz. So. Die vier Sachen haben wir dann jetzt für alles. Also auch für MV. Und für HV jetzt auch. So. Weil wir haben hier irgendwie noch einen Assembler, der auch kein Programm hat. Aber... Keine Ahnung. Nehmen wir den raus. Also wir müssen jetzt nicht unnötig viele Maschinen aufstellen. Ja. So. Achso, okay, der hat ein Programm drin, der hier aber nicht. Ja, aber so viel werden die Dinger schon nicht benutzt. Boah, krass, lohnt sich schon dann. Ja. Also wie gesagt, sobald das ME-System steht, hat man einfach so viele Vorteile. Und wenn du dann halt auch noch keine Stromprobleme mehr hast, dann bist du halt doppelt dabei. Gut. Was wollten wir jetzt machen? Wollten wir jetzt eigentlich... Ach nein, warte. Jetzt springe ich die ganze Zeit hin und her. ja, also wir könnten halt 52.000 speichern. Das ist halt tatsächlich nicht viel eigentlich. Ja. Was mir halt einfallen würde als Alternative... Ey, das wäre wirklich eine Idee. Eine 64K-Zelle, also ein eigenes ME-System... Eine eigene 64K-Zelle für jeden Erz und dann einfach ein 2x2-Drawer mit einem Void-Upgrade am Storage-Bus und das in die niedrigere Prio. Dass das erst ins System reingeht und dann in die Drawer. Ja, könnte man auch machen, ja. Weil dann können wir halt, also wie gesagt, weil 64.000, das ist halt echt nicht viel. Wenn man sich das mal überlegt, wenn wir später irgendwelche Riesenrezepte oder sowas machen. Passen in eine 64K rein, da passen ja nicht nur 64K. Nee, das, also diese 64 oder. Warte. Ich habe ja gerade eben einen Drawer mit 7 Storage Upgrades aufgestellt gehabt. Mhm. So, und das sind 896 Stacks. Und 896 Stacks sind circa 60.000 Items. So. Das heißt, einfach mal im Vergleich, wir kriegen nur 20.000 mehr. Was sich halt nicht wirklich lohnt. Mhm. Und in eine 64K-Zelle passt, wenn nur ein Typ da drin ist,
8192 Sticks, was circa eine halbe Million plus minus ist. Ja. Plus ein paar zerquetschte, also 20.000 mehr oder weniger. das heißt, da könnte man dann halt die Siebe, also das Gesiebte reinballern und dann die beiden ME-Systeme miteinander verbinden. Ja. Oder wir bleiben halt bei den Drawern und haben halt nur die 64.000. Weil an sich bis jetzt hat es halt immer gereicht, auch mit den 39.000. Ja. Aber andersrum ist es halt auch wieder recht viel verschwendete Leistung, sage ich jetzt mal. Weil im Prinzip die Hälfte hiervon ist voll, ein paar Kleinigkeiten sind nicht voll und das dafür läuft jetzt quasi alles eigentlich. Weil bei einer halben Million ist es irgendwann voll und dann hat sich das. Und wahrscheinlich, wenn wir alles eine halbe Million voll haben, können wir dann auch bald aufhören, überhaupt zu sieben. Ah, wobei, nee, glaube ich nicht. Also es wäre halt ein Heidenaufwand. Weil das Problem ist halt tatsächlich, dass wir, wie heißt's? Ich hüpfe schon wieder die ganze Zeit dumm durch die Gegend. So, ich guck dich jetzt einfach nur noch an. So. Das Problem ist halt, dass wir quasi dann, wie viel hatten wir? 250 verschiedene Items oder sowas, auf eine Diskette halt draufpacken müssen. Was halt nicht ohne ist. Wie meinst du? Das Problem ist ja, wenn wir das, also pro Item eine Diskette nehmen, müssen wir preformatten. Das heißt, wir müssen für jeden Item-Typ, der rauskommt, müssen wir eine Festplatte formatieren. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben halt eine Menge Arbeit. Aber halt für die Sachen, die wir nicht nutzen, erstmal die 6-Millionen-Dinger nehmen und nur für einzelne Sachen, die wir auch wirklich oft brauchen, die 64K-Dinger. Weißt du? Ja, das wäre auch eine... Die benutzen. Ja gut, aber sobald wir die 16 Millionen nehmen, kann es da in dem Moment auch sein, dass sich ein falscher Typ oder sowas einschleicht. Warum? Oder meintest du in eine 16 Millionen Zelle 63 Typen rein? Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar noch mehr Arbeit wäre, weil im Nachhinein müssen wir denn ja wieder alles umtauschen dann. Warum? Ja, weil wenn wir irgendwann dann doch Items größeren Mengen brauchen und das kann dann mit Pech irgendwie rausfliegen oder sowas. Das sind halt noch mehr Arbeit eigentlich. Also ich würde tatsächlich sagen, entweder wir machen pro Item eine Zelle oder wir bleiben bei den Drawn. Also bei den Drawn müssen wir so oder so bleiben, aber es ist halt die Frage, ob wir jetzt so ein 2x2 Ding oder einen einzelnen nehmen. Weil, machen wir es mal anders, könnten wir denn überhaupt 64K, könnten wir davon 200 Stück anfordern? Ja. Nein, wir haben nicht genug Clearglas, weil wir das nicht mehr als Rezept haben, ja, sondern... Ja. Okay. Ich pack da schon mal Upgrades rein. Einfach so, zwei Titan-Upgrades zumindest. Weil 2048 ist halt wirklich nicht viel. Zelle würde ich, glaube ich, mehr Sinn machen. Ja, ich bin mir halt unsicher. Du Chanel, das ist einfach so schnell. Okay, das ist ein ganz schönes Tempo, wie die Fluidzollefeier hier arbeiten. Okay. Ist jetzt halt die Frage, ob es sich lohnt, dafür ein Upgrade da reinzupacken. So, aber erstmal kurz hier den Export rausnehmen. Und die Teile. Mach erstmal einmal leer. So, ein paar Acceleration Cards mal eben. Zack. Soll's mal einmal hier leer machen. Danke. Da kann ich den nämlich mal eben aus dem System rausnehmen. Ja, gut. Ich glaube, eine Karte packe ich da mal rein. Ja, genau. Also. Das Problem halt an den Zellen ist, es ist viel Arbeit jetzt, aber danach steht es.
Und dann haben wir wirklich von jedem Item vernünftig gleichmäßig die Sachen da. Weil, ja gut, 16 Millionen ist halt auch. Ha. Huh. Ich würde tatsächlich jeweils eine eigene Zelle nehmen. Ich würde mit dem Craften dann wahrscheinlich erst anfangen, wenn wir die Prozessor-Dinger umgebaut haben. Aus gewissen Gründen. Aber prinzipiell würde ich das dann tatsächlich so machen, eher. So, was haben wir noch? Wir haben jetzt einmal die Fluid-Extraktoren und einmal die Mixer und dann brauchen wir Solar Fire. Ach du Schande, das wird. Das wird unseren restlichen Platz hier aufbrauchen. Ich musste mal eben Fenster aufmachen, ich kriege hier keine Luft mehr. Ja, ich bin auch am Überlegen, Fenster aufzumachen. Es wird ein bisschen warm hier. Ja, gut, aber. Davon jetzt mal abgesehen, löst er nicht unser Problem. Ja. Also ich würde tatsächlich wirklich jeweils eine Zelle machen und fertig. Wenn wir das zu zweit machen, sollte das relativ schnell gehen. Sind ja dann 28 Drives da. So um den Dreh, ja. Weil kriegen wir auch ins Autocrafting rein. Ja. Also wie gesagt, mit den Prozessoren würde ich warten, bis wir das umgebaut haben. Das können wir dann ja gleich als nächstes umbauen. Was willst du umbauen? Die Prozessor. Das Autocrafting von den Prozessoren. Ach so, das meinst du, ja. Das hier drüben halt. Vor allem wäre dann halt Redstone auch noch ein Kandidat, um ins Autocrafting reinzukommen. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen hier Lead und Antimony. Fange ich damit jetzt mal an. So, Lead. Antimony. Oh, toll, haben Leute nichts da. Danke für nichts. So. Dann einmal. Zweimal. Na? Ah, jetzt kommt's. Gut. Dauert nur ein Momentchen. Dann. Zwei Buckets. Warum hast du die abgerissen, die beiden? Einfach für mich gerade, damit ich das sehe noch. Also was noch frei ist. Wie wollen wir das jetzt machen? Weil wir brauchen jetzt eigentlich sowohl einen Mixer als dann auch einen Solifier. Wobei Mixer wäre ja eigentlich von der Logik her Erstellung von Flüssigkeiten. Ja. Machen noch ein HV. Ich brauche aber noch ein paar mehr. Oh. Steel. Machen wir mal bitte 100 Stück. Ah ja, stimmt. Das muss ich jetzt auch nochmal ausprobieren. 1000 Stück. Oh! Wir haben keine Stahlschrauben und keine Stainless Steel Pipes. Okay. Autocrafting für die Pumpen. HV-Pumpen. Medium Stainless Steel. Im Extruder. 3 Stück für einen. Okay. Stainless Steel. Und Stahlschrauben. Warum auch immer wir denn so viele haben? Oh nein. Können wir denn Steel Bolts schon? Ah, die können wir. Interessant. Warte, was? War das 1 zu 1? Stahlschraube, ja. Steel Bolt. So. Dann hier einmal die Schraube.
Und hier Medium. Kann ich jetzt 1000 Stück davon craften? Yes. Oh, wir haben 40.000 Stahl haben wir nur noch. Nur noch. Ja, das ist tatsächlich nicht so viel. Wo bist denn du schon wieder? Ich bin hier gerade auf der alten, also alten Weg. Achso. Das hab ich gesehen. Was denn? Du hast da was abgerissen. Stimmt, ich sollte ja mal eben kurz... Die Hälfte habe ich... Fertig. Ab hier geht's weiter. Geht aber nach da lang weiter. Achso. Also hier ist die nächste. Sea Fortune 2. Ja, das ist der nachgekommen, nachgerutscht hier. Ich habe immer eins gesehen. Ich hoffe, habe ich tatsächlich nicht nachgesucht. Ich bin am überlegen, einfach alles schnell ins Meersystem reinzupacken. Das geht, glaube ich, schneller, oder? Ja, dann werden die Typen sofort voll. Also, haben wir nicht. Ja, gut, aber wir können ja mit dem Fuzzy-Bus einfach die Fishing Rods und sowas. Also, geht's um die Enchantment Books, die sind sofort, die knallen sofort unsere Dings voll. Ja, stimmt auch wieder. Sieve Efficiency würde ich aber tatsächlich auch nehmen. Naja, habe ich aber in die Kiste da gepackt. Hier ist nochmal Sieve Efficiency. In welche? Ach, in die. Dann haben wir ja doch ganz schön viele. Hast alle einmal durchgeguckt, oder was? Ja, nur wo bis das Schild da steht. Also, okay. So, mal sortieren. Nochmal sortieren. Ah, Sea Efficiency wieder. Sea Fortune wieder. Sea Efficiency. Also entweder hast du echt schlecht nachgeguckt, nee, oder? Ich hab die auch nicht nachgeguckt. Ah, okay. Hier sind nochmal Sea Efficiency, einen ganzen Haufen. Mending Sick Touch. Können wir nicht die ganzen Basic-Maschinen wegschmeißen, weil wir haben doch keinen Typen mehr. Ja, also die Basic kannst du alle rausschmeißen. So. Da müssen wir gleich mal irgendwie eine Trashcan oder irgendwas bauen, wo der Kram dann einfach jetzt mal gleich alles reingeht. Man kann aber auch nicht irgendwie nur, also alles bis auf meinetwegen die Enchantment Books kann man nicht filtern, oder? Ja, ja. Also höchstens natürlich, man macht ein eigenes System oder sowas mit ganz vielen kleinen Festplatten damit. Aber das lohnt sich, glaube ich, nicht. Vor allem, ich glaube sogar, wir haben fast schon komplett Fortune für alle. So, Fortune. Was bringt eigentlich Sea Flag of the Sea? Für die, weiß gar nicht, ob man hier Schwämme und sowas sehen kann. Dafür ist das. Okay, also brauchen wir nicht. So, hier hast du aufgehört. Aber trotzdem noch durchgesucht anscheinend. Also meinst du, brauchen wir nicht, oder was? Was brauchen wir nicht? Ja, dieses, Oh, nee, das nicht. Sea Forge 3 sogar. Ja. Das heißt, wir müssen definitiv demnächst mal ein bisschen versuchen, Level zu behalten. Und nicht die ganze Zeit zu sterben. Sieve Efficiency. Boah, hier ist aber ganz schön viel Schrott drin auch. So, Sieve Efficiency wieder. So,